Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Town of Light. Und wir waren in der letzten Folge in diesem komischen Labyrinth und haben da diese Bilderchen angeguckt. Und jetzt sind wir hier, anscheinend sind wir wieder in irgendeinem Abschnitt von der Abteil... Von der Anstalt. Und hier liegt... Moment, wo ist mein Licht? Licht, hallo? Da habe ich kein Licht. Ich habe kein Licht mehr. Meine Taschenlampe ist weg. Na gut. Dann gucken wir, was hier für ein Zettel ist. 4. Mai 1942. Bei der Patientin gab es in der Vergangenheit Anzeichen von Suizidgedanken. Es blieb jedoch bei der Absicht. Gestern hat sie sich eine Schere mit der Spitze in den Bauch gestochen und dabei stark verletzt. Beruhigungsmittel verabreicht, festgebunden und in Einzelzelle verlegt. 10. Mai. Zur Beobachtung in die Abteilung unruhige Geisteskranke verlegt. Isolierzelle, Insulinkur. 25. September. Sie spricht gut auf die Kur an. Sie beantwortet Fragen und erinnert sich an das, was geschehen ist, will aber nichts erklären. Laut ihrer Angabe hat sie Gedächtnislücken. Es fehlen ihr ganze Tage, von denen sie nichts mehr weiß. Sie zeigt sich ängstlich, möchte beruhigt werden. Sie glaubt, monströse Dinge getan zu haben, in der Zeit, an die sie sich nicht mehr erinnert. Ah, das, wir hatten ja auch da wohl diese Szene irgendwie in der Vergangenheit, wo wir plötzlich die Schere im Bauch hatten. Das war anscheinend, heißt das eine Metapher? Gerade eben hatte ich Licht, solange ich diese Akte gelesen habe, aber jetzt nicht mehr. Oh, Tür ist offen. Okay, jetzt sind wir in irgendeinem anderen, jetzt sind wir im zweiten Stock in irgendeinem Flügel. Dem waren wir vorher aber noch nicht. Er ist auch sehr baufällig. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das laufen wir noch langsamer als sonst. Okay, hier ist alles komplett eingestürzt. Ich habe gar nicht so das so gemerkt, dass das so baufällig ist, das Gebäude. Weil unten sieht es ja alles so aus wie... Naja, sah es halt verlassen aus. Aber jetzt nicht so extrem heruntergekommen. Das ist ja jetzt ganz schöner. Ich weiß nicht, ich gehe mir jetzt eigentlich gerade den Weg, den man... Ich gehe nochmal kurz zurück. Das sieht nämlich jetzt irgendwie so aus, als wäre das der offizielle Weg, den wir lang gehen müssten. Aber auf der anderen Seite hätten wir, glaube ich, nochmal nach rechts abbiegen können. Okay, ich kann das in den Nebenraum rein. Ich habe keine Taschenlampe mehr, das ist nervig. Ich sehe ja gar nichts. Okay, da geht es nicht, nein. Okay, und hier ist auch alles verriegelt und verrammelt. Ich wüsste jetzt gerne, wo wir jetzt sind vom... So von der Lage her, vom Klinikum. Also in welche Richtung zum Beispiel ist jetzt... Ich kann ja mal da nochmal rausgucken. Ob ich da jetzt irgendwo das Gewächshaus sehe, das wäre ja ein Anhaltspunkt. Auf die... Auf. Ich sehe irgendwie gar nichts. Da hinten sehe ich einen Shot, einen grauen Blob, als wäre die Map nicht richtig geladen, aber keine Anhaltspunkte, wo ich sein könnte. Oh, hier ist eine Akte. 11. November 1942. Die Patientin spricht wenig, verweigert das Essen. Sie wird über Nasenkanüle ernährt. 2. Februar 1943. Der Mangel an Heizöl und Nahrungsmitteln fordert viele Opfer in der Anstalt. Der Krieg macht vor niemanden Halt. Noch nicht einmal vor diesen Irren. Obwohl sie noch jung ist, erkrankte auch diese Patientin wegen Kälte und Unterernährung. Ja, bitte. Wo klingelt's? Was ist denn hier das Telefon?
Wieso klingelt es nur auf linken, auf der linken Seite? Oh, kann ich das wohl hinlegen? Oh, dieses Gebimmel ist ja richtig nervig. Vor allen Dingen, wenn das nur links klingelt, wie soll ich da orten, von wo es kommt? Das ist so ein Telefon. So. Alter, was war denn das gerade für eine Designentscheidung? Ja, wir lassen es mal richtig penetrant klingeln. Sehr weit weg. Du läufst sehr, sehr langsam. Und es klingelt nur links. So, können wir jetzt hier nochmal umgucken. Ob da irgendwas war. Hier war, glaube ich, nichts. Nee. Hier ist noch dieses Loch im Boden. Da kann ich mal gucken, ob ich hier unten irgendwas sehe. Hatte ich da unten irgendwo so einen Gang, wo solche Streben von der Decke hingen? Das ist ja der Flur. Kann ich mich auch nicht dran erinnern. Ist es sowieso ganz komisch. Fällt mir gerade so ein, wir konnten doch auf beide Stockwerke hochgehen und da war nirgendwo was eingefallen. Ist das jetzt... Sind wir jetzt in der reellen Welt? Und selbst das, was wir so dachten, was reell war, also da, wo wir da rumgelaufen sind, in Charlotte, ist das auch bloß... Also, dass wir schon hier durch dieses Krankenhaus... Und durch diese Anstalt gelaufen sind, aber das halt noch so. Glitschender Türrahmen. Dass wir das, so in unseren Erinnerungen oder in unserer Wahrnehmung halt so nicht verrümpelt war, sondern alles ganz normal. Ah. Ich fühle mich wieder wie am Rande eines Abgrunds. Ein schreckliches. Meine Wahnvorstellungen kommen immer wieder. Es dröhnt alles. Ich weiß schon, wie es ausgeht. Sie werden reinkommen und ich bin wieder in wenigen Sekunden tot. Ich versinke dann kurze Zeit. Meine Hölle hat mich wieder. Angst, die mich auffrisst und gewaltsam versucht, nach außen zu dringen. Wenn es dir schlecht geht, wenn es in deinem Kopf ist, wenn du irre bist, was bin ich eigentlich? Was auch immer es ist, ich kann kaum sprechen, mich nicht bewegen. Stucken ist schmerzvoll, kann nichts mehr zu mir nehmen. Dann geht es vorbei. Es geht mir besser. So ungefähr wie jetzt. Und dann überkommt mich die Nervenschwäche. Ich kann nicht mehr schlafen. Die Gedanken sind verworren, lassen sich nicht mehr festhalten. In mein Gedächtnis sind große Lücken. Ja, es gibt Momente, an die ich mich nicht erinnere. Ich weiß nicht wieso. Mit meinem Freund zusammen, da habe ich angefangen. Und Bruna war auch da. Dass ich komische Sachen mache, haben sie gesagt. Ich schäme mich, darüber zu sprechen. Aber ich glaube, dass ich deshalb hier bin, nicht? Aber jetzt mache ich das nicht mehr. Nicht? Ich... Bitte, sagen Sie es mir. Ich versuche, anständig zu sein. Ich möchte so gern wieder nach Hause. Niemand kommt mich mehr hier besuchen. Warum nicht? Wissen Sie das? Was ich ja cool finde jetzt hier, ist, dass die Rolle sich hier wirklich abgerollt hat und hier jetzt draufgerollt hat. Achso, die andere kann ich nicht. Aber das ist auch René T. 1943.
Okay, die kann ich nur die eine mir anhören, sowieso. Gut, gehen wir mal weiter. Mal von der Seite gucken. Keine Ahnung. Irgendwelche Wannen. Ach so, diese strebenden Stützen für die Decke. Die sich wahrscheinlich irgendwann jemand schon mal eingebaut hat, damit es nicht gänzlich zusammenbricht. Okay, ist irgendein Videoprojektor. Jetzt sind wir wieder in einem Behandlungszimmer. Die Frage, ob wir hier schon mal waren. Also, in der reellen. So. Jetzt ist ja reell, keine Ahnung. Also in der anderen Gegend, wo alles noch ganz war. Ein Stempel. Cool. Ah, der Direktor. Ich glaube, beim Direktor waren wir noch. Hallo. Beim Direktor waren wir, glaube ich, noch nicht. Ist das der Eingang? Nee, ist nicht der Eingang. Okay, so eine komische Büste. Was ist das? Siegel? Siegelstempel? Ach, Zettel. Ein Telegramm. 28. August 1942. Mitteilung über den Tod von Ada T., Mutter von René T., einer Insassin ihrer Anstalt. Angehörige unbekannt. Hochachtungsvoll Onofrio P. Für mich gibt es niemanden mehr. Die Einsamkeit ist eigenartig. Sie macht alles so gedämpft, so langsam. Ein Schrei ohne Ende und ohne Ton. Ein lautloser Schrei. Ich kann den Blick nicht mehr von mir abwenden. Ich werde hier nie mehr rauskommen. Da draußen gibt es niemanden mehr für mich. Diese Wände sind meine Haut geworden. Und die jämmerliche Verzweiflung hier drin ist meine stimmlose Seele. Hier weint niemand mehr. Wie gern würde ich etwas fühlen. Leben, Verzweiflung, Wut. Ich habe keine Träume, keine Tagträume und Gedanken mehr gehabt. Ich habe in einer Wirklichkeit gelebt, die mich innerlich zerfressen hat, mir alles genommen hat. Auch die Fähigkeit, Schmerz zu fühlen. Okay, anscheinend war unsere Mutter jetzt auch hier Patientin. Achso, die Tür ist aufgegangen. Wieso ist jetzt alles nur noch links? Man findet ja wirklich keine Anhaltspunkte, wo wir jetzt gerade sind in der Anstalt. Nee, da geht's nicht raus. Irgendwie noch schief. Aber das ist nicht das, was schief, wo wir sonst waren, war. Das war ja am Ende vom zentralen Gang. Das ist ja hier an der Seite. Wait a minute. Fahrstuhl gab's gar nicht. Treppe gab's, aber in der Treppe waren wir mit dem Fahrstuhl. Kann es sein, dass wir jetzt in einer ganz anderen Anstalt sind? Weil die halt jetzt so vom geografischen oder nicht geografischen, vom baulichen überhaupt nichts mit der zu tun, die wir ja so schon kennen. Okay, Fahrstuhl können wir eh nicht nutzen. Hier ist auch zu. Hilfe gibt's auch keine, also einfach weiterlaufen. Hier ist nichts.
Oh, da geht's raus. Ist das die Schule vielleicht? Keine Ahnung, die passt auch nicht. Ich hätte gesagt, aber die Schule, die hat ja diesen Innenhof gehabt. Was heißt Innenhof? Das, wo du reingehst, erstmal so ein kleiner Raum, so ein Vorraum ist, dann ging es geradeaus, links und rechts. Oh nee, das passt auch nicht. Die sind irgendwie in einer anderen Anstalt. Und das ist vielleicht die Anstalt, wo die Mutter untergekommen ist. Hier ist Stockduster. Lichtschalter. Gibt's keine. Taschenlampe habe ich auch nicht. Gut, ich würde sagen, gehen wir mal raus und gucken mal, wo das hier hinführt. Laden? Wo stand da jetzt Laden? Nee, das ist irgendein anderes Gebäude. Definitiv. Liegt da in das Loch rein? Nee, kann ich nicht. Da hinten ist eine Tür. Und jetzt hier rechts können wir theoretisch, glaube ich, auch noch zur Vordertür raus. Also wenn die nicht zu ist. Ich gehe erstmal nochmal dahinter. Ich vermute irgendwie, dass es das Spiel will, dass ich rausgehe. 5. Mai 1943. Penis gesundheitlicher Zustand ist gut. Sie isst und spricht. Räumliche und zeitliche Orientierung in Ordnung. Kur abgesetzt. 3. Dezember. Sie bittet berechtigterweise darum, die Heilanstalt verlassen zu dürfen. Beurteilung der Patientin, Dauer 6 Monate. 2. Mai 1944. Entlassung verweigert, trotz Befürwortung des Psychiaters. Die Patientin verfügt weder über Wohnung noch Unterhalt. Ah, okay, also es hat eine psychische Besserung, hat sich eingestellt. René hat sich wieder erholt. Aber sie wurde trotzdem nicht rausgelassen. Nicht, weil sie gesagt haben, ey, dir geht's noch nicht gut genug, sondern Mädel, du hast niemanden mehr draußen, deine Mutter ist tot, dein Vater anscheinend auch, keine Ahnung, und der ist abgehauen oder was weiß ich was. Über den wär's mal eh nichts. Hast keine Arbeit, nichts. Wo willst du leben? Also bleib lieber erstmal hier. Oh, natürlich ist da auch eine, na gut, ich weiß jetzt nicht. Die Flecken hier auf der Linse sind ja nervig. Ich weiß nicht, wie da, was war das, 1944, wie da so die sozialen Verhältnisse waren, ob es schon sowas, irgendwelche Auffangdinger gab in der Hinsicht, die solche Leute jetzt hier aufgenommen hätten. Weil ich glaube, zur jetzigen Zeit, wenn es dir gut geht, dass du halt sagen, ja, du musst nicht mehr in der Anstalt bleiben und sagen, hey, du hast sonst niemanden, dann wirst du, glaube ich, trotzdem raus entlassen. Einfach, damit du Platz machst für neue Patienten. Und ich werde sagen, ey, wenn du rauskommst, dann lebst du einfach auf der Straße. Sondern dann gibt es dann wahrscheinlich andere Institutionen, wo du dann weitergeleitet wirst, um da irgendwelche Unterkunft zu bekommen. Aber ich denke nicht, dass du da einfach zu der jetzigen Zeit einfach in der Anstalt drin bleibst. Aber ich weiß ja nicht, wie es zu damaligen Zeiten war. Natürlich auch krass, dass ich das leisten konnte, einfach sagen können, ja, jo, du bleibst einfach mal weiter drinne. Vierter Mai. Dass eine Entlassung unmöglich ist, wird ihr erklärt. René erfährt so, dass ihre Mutter vor 2 Jahren gestorben ist.
5. Mai. In der Nacht hat sie versucht, sich mit einem Laken zu erhängen. Sie wurde von einer Krankenschwester gefunden und konnte gerettet werden. Okay. Sie ist am Bett festgebunden. Jedoch erneuter Suizidversuch durch Ersticken. Es wurde eine Entscheidung getroffen. Transorbitale Lobotomie. Okay. Einfach mal lobotomiert. Wahrscheinlich hat sie jetzt. Das ist ja auch schon hart, ne? Und sagst so, ja, sie war da drin. Die ganze Vorgeschichte kennen wir jetzt ja. Und dann irgendwie hat sich so langsam hat sich eine Besserung eingestellt und ihr ging es langsam besser. Sie hat ein bisschen gelernt, damit zu leben. Und so, ja, okay. Ich möchte gerne wieder raus, hat einen Antrag für raus. Der Psychiater hat gesagt, ja, dir geht's soweit gut, du kannst raus. Die so, nee, du hast halt niemanden draußen, deine Mutter ist vor 2 Jahren gestorben. Wir haben dir aber nicht gesagt. Aber jetzt bitteschön, das weißt du. Und in dem Moment ist halt René wieder übelst abgefallen, dann ist wieder ins Loch gesackt. Wollte sich erhängen, bla bla bla. Wieder Suizidgedanken. Also es ging das Ganze schon vorne los. Und sie einfach so, jupp, lobotomieren. Operationssaal. Ist das? Wait a minute. Ist das das? Ich weiß, ich habe es in der letzten Folge ein bisschen rausgeschnitten. Aber das ist diese Szene, wo man, auf der Liege liegt und nur so die Sicht nach oben hat und dann hier so lang fährt. Zack, zack. Das sind nämlich die gleichen Lampen. Okay. Ja, hier ist die Zelle. Aus der Zelle ist man rausgekommen und dann ging das hier so los. Und dann ging hier der Weg nach da. Oh, genau. Wir müssen unsere Zelle finden, stimmt ganz hinten, ne? Kann ich mal aufmachen? Nein, auch nicht. Kann ich da nach draußen gucken? Achso, muss mit der Liege interagieren. Wird es vorgelesen? Okay. Die Hirnoperation unter Lobotomie verbreitet sich sehr schnell in Italien. Vielleicht früher noch als in anderen europäischen Ländern oder in der USA. Oberhalb der Augenhöhle wurde in den Schädel eingedrungen, um die Frontallappen zu erreichen, um anschließend mit einem Werkzeug oder durch das Injizieren von Alkohol oder Formalin die Nervenfasern in der Region. Blablabla, kann ich nicht. Im Gegenteil zu dem, was normalerweise angenommen wird, hatte der Eingriff nicht immer negative Folgen für den Patienten, auch wenn sie sehr häufig vorkamen. Moniz erhielt blablabla, Nobelpreis für Medizin, da in den 50ern das Medikament Chloroformin auf dem Markt wurde, das hier. Hallo! Jetzt haben wir schon wundfusselig geredet beim Schnelllesen und trotzdem ist das verschwunden. Ja, also ihr könnt es ja pausieren und selber nochmal lesen. Das ging jetzt ein wenig schnell. Was schreit denn der die ganze Zeit dort?
Die sehen so creepy aus. Zumindest aus der Sicht des Arztes. Na lecker. Ja, Alter, mit dem Hammer. Und der wühlt da drin rum. Und das soll eine Heilmethode sein? Ich weiß ja nicht. Juni 1944. Die Operation ist gut verlaufen. Die Patientin ist ruhig, orientiert und bereitwillig. Bewegungskoordination gering, aber auf dem Weg der Besserung. Verlegt in die Abteilung ruhige Geisteskranke. Behandlung durch Dr. C. 25. Oktober. Sie redet immer noch von Amara und ihrer Puppe Charlotte. Anzeichen für eine leichte Besserung der gestörten Bewegungskoordination. Das Gehen fällt ihr schwer. Sie kann aber schreiben. Laut Bericht der Krankenschwester benötigt sie Hilfe beim Anziehen, Waschen und Essen. Im Sommer 1944 ist René in meine Abteilung zurückgekehrt. Geringe Bewusstseinsklarheit. Sie ist gleichgültig und spricht kaum. Einmal hat sie gesagt, wenn ich den Mut habe, in den Spiegel zu sehen, sehe ich ein junges Gesicht, das alt geworden ist. Und mich ängstlich anschaut. Sie ist völlig verändert, wenn ich an das Mädchen denke, das ich vor einigen Jahren bei mir in Behandlung hatte. Nur die Traurigkeit ihres Blickes und ihre Intelligenz sind unverändert geblieben. Sie ist noch so jung, erst 23, aber sie hat keine Lebenskraft mehr. Kann es sein, dass sich ihr Zustand bessert? Wohl eher nicht. Man hat ihr Leben einfach weggeworfen. Und niemand hat etwas getan, um ihr zu helfen, um all dies zu verhindern. Das klingt jetzt sehr nach Ende. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Das waren die Stimmen von Pan und jetzt nochmal Gronkh am Ende. Der Arzt, Pan war, hat René gesprochen. Ja gut, irgendwie ein wenig deprimierende Geschichte. Ich weiß es nicht, ob es jetzt hier verschiedene Enden gibt. Dass das irgendwelche Auswirkungen hat, welchen, wo man diese Entscheidung treffen kann, ob man da nach welchem Weg man geht, keine Ahnung. Also jetzt einfach so am Ende zu sagen, ja, Lobotomie, wir machen sie einfach mal. Ich weiß nicht, wie Lobotomie ist man dann, man ist ja nicht Gehirntod, das ist ja Quatsch. Man ist irgendwie so gleichgültig. Man, ich weiß gar nicht, wie man das richtig erklären kann. Ja, so wie eigentlich jetzt René schon war. Ne? So,
man funktioniert noch, man ist noch normal da. Hat vielleicht manchmal diese Nebenwirkung, was sie gesagt hat, sie kann schlecht laufen und sowas. Aber man ist einfach so. So, ja. Man nimmt keinen Anteil mehr an der Welt, glaube ich. So könnte man es sagen. Gucken, was Wikipedia zur Lobotomie sagt. Lobotomie. Da. Lobotomie ist eine neurologische Operation, bei der die Nervenbahn zwischen blablabla, Frontallappen sowie Teil der grauen Substanz durchtrennt werden. Okay. Die Bezeichnung wird oft als Symptom mit Leukotomie verwendet. Okay. Sie wurde ursprünglich zur Schmerzausschaltung, unter extrem schweren Fällen psychischer Erkrankung angewendet, etwa bei Psychosen, Depressionen mit starker Unruhe. Als Folge der Lobotomie tritt eine Persönlichkeitsveränderung mit Störung des Antriebs und der Emotionalität auf. Ja, genau, also man. Ja, wird halt einfach so gleichgültig irgendwie. Emotionslos, ja. Ab den frühen 1940er Jahren ist bla 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 Anwendungsverfahren dramatisch zu. Okay, das ist uninteressant, der Rest. Ja, also wirklich aus der Störung des Antriebs und Emotionalität. Also einem ist irgendwie dann so alles so scheißegal halt. Also, ja. Ich glaube, wenn du so einen Lobotomierten hast und du würdest vor seinen Augen irgendwie seine Mutter oder so erschießen, dann sagst du so, ja, bist du tot. Also er kriegt das, er versteht das halt, was passiert ist, und kriegt das so mit und kann auch Konsequenzen daraus ziehen, aber er hat halt keine emotionale Regung mehr. So, kommt jetzt hier noch irgendwas außer Vogelgezwitscher? Ja, okay. Hier unten gibt es dann gar noch ein Filmchen. Wie ist nochmal der Endfilm? My name is Renee. I was a shy girl. Just wanted to be like the others, but that's not what happened. In Italien. Ich weiß gar nicht, ob das mit René, ob es die wirklich gab, ob es auf einer realen Geschichte basiert. Du bist gerade sehr laut, Ton. Und ob das jetzt hier einfach nur so ein bisschen cineastisch dargestellt ist. Das gönnen wir uns jetzt mal nicht. Die Folge ist schon lang genug. Gut. Das war The Town of Light.
damit sind wir durch. Ach, guckt mal hier. Gibt anscheinend zwei verschiedene Möglichkeiten. Das ist jetzt einmal hier unten hat das war mit der Bank. Hatten wir weg zur Gruppe gedreht irgendwie und hingeschaut oder was auch immer. Ja, was auch immer, wie ich das nennen sollte. Aber jetzt beim letzten Mal nicht. Da haben wir zur Gruppe und also wenn ihr wisst, was diese Bedeutung von diesen Symbolen ist, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Und ob das jetzt überhaupt wirklich Auswirkungen hat. Weil so gesehen, ich würde sagen, das ist ja ein relativ düsteres Ende jetzt gewesen. Aber wenn man jetzt so sieht, hier und hier ist sie ja einmal zusammen auf der Bank mit dieser Amara und einmal halt alleine. Ja gut, ich weiß ja nicht, was die anderen so bedeutet haben. Achso, es geht ja noch weiter. Ah, oh, okay. Hatte ich so viele Möglichkeiten für, wo ich wählen konnte? Weil hier konnte man nochmal. Es gab sogar vier Möglichkeiten. Zwei hier oben, zwei hier unten. Naja, wo konnte ich denn so viel wählen? Ja gut, das sind dann ja jedes Kapitel ab der, also ab der Bank. Die allererste Krankenakte hat entschieden, dass wir dann raus sind. Und dann ging es hier irgendwie, aber haben wir dann nochmal entschieden, ob wir ins Bad gehen oder nicht? Die nächste Krankenakte kam erst hier. Aber guck mal, das Ende ist wieder, Kapitel 15 ist wieder beidseitig übergreifend. Also vermute ich mal, dass es wirklich nur ein Ende gibt. Und nur der Weg dahin hast du entweder den oder den. Also entweder oben lang oder unten lang. Was auch immer jetzt der gute, der schlechte Weg ist, keine Ahnung. Vielleicht kann man das auch überhaupt nicht so sagen. Gut, wenn ihr das wisst, könnt ihr das gerne noch in die Kommentare schreiben. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat Town of Light gefallen. Auch wenn es jetzt eher düster war und jetzt nicht Horror in dem Hinsicht, dass es wirklich gruselig war, aber halt so bedrückend und deprimierend. Das war es schon irgendwie. Ja, mal sehen, was als nächstes kommt. Ich habe noch keine Ahnung. Lasst euch überraschen. Das sage ich, glaube ich, jedes Mal. Dann sehen wir uns in den nächsten Folgen bei den nächsten Projekten. Bis dahin. Ciao, ciao.